Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 3 und dem Beagle. Ich habe letztes Mal einen Plan mir ersonnen, was ich machen möchte. Also, gehst du auch raus? Ich traue mich nicht mehr ohne Schrotflinte hier rumzulaufen, weil die Krankenschwestern sind schon. Die sind schon. Also, die sind ziemlich aggro. Kann ich nicht anders sagen, ne? Wie mache ich denn. So, dann mache ich die aus, theoretisch. Reagieren. Die reagieren doch wie jeder andere Gegner auch auf Licht hier, oder? Lohnt es sich im Dunkeln rumzulaufen? Dann habe ich noch mehr Angst, aber wenn die mich dann dadurch nicht so sehen. Ja, ich weiß auch nicht, Leute, ich weiß auch nicht. Basement? Will ich in den Keller? Ich glaube nicht. Der Day Room, den kennen wir ja auch noch. Ich höre kein Rauschen. Ist kaputt. Alles kaputt hier. Gut, dann kommen wir in den Day Room schon mal nicht rein. Oder gibt es noch einen anderen Eingang für den Day Room? Theoretisch gibt es noch einen anderen Eingang für den Day Room. Oh, ich höre irgendwas, Leute. Nein. Ist das die Musik oder sind das Schritte? Sie ist abgeschlossen. Es ist die Musik. Okay, das ist die Musik. Warte mal, ist die abgeschlossen oder kaputt? Die ist kaputt. Okay. The Restroom. Da drin kann ich. Magst du die Patronen dann nehmen? Ist da noch irgendwas? Nein. Nagellackentferner, das klingt Parfüm. Sonst gibt es hier nichts Interessantes. Also den Nagellackentferner, da kann ich mir schon vorstellen, was wir versuchen wollen. Ich kann jetzt nicht gerade bestätigen, dass Sekundenkleber mit Nagellackentferner super. Nein. Abgeht, aber wenn das Spiel mir sagt, dass das funktioniert, dann will ich mal nicht so sein. Trau mich nicht, Leute. Was steht da? Hier hängt eine getippte Notiz. Was soll das bedeuten? Die erste ist die größere als die zweite. Die erste ist die größere als die zweite. Die zweite ist doppelt so groß wie die dritte. Die dritte ist kleiner als die vierte. Die vierte ist halb so groß wie die dritte. Die erste. Vier der Zahlen werden nicht wiederholt. Drei sind nicht in der obersten Reihe. Zwei sind nicht in der rechten Reihe. Eine der Zahlen ist der Schlüssel. Ach so, klar. Ist abgeschlossen. Die erste ist größer als die zweite. Okay, die zweite ist doppelt so groß wie die dritte. Die dritte ist kleiner als die vierte. Die vierte ist halb so groß wie die erste. Vier der Zahlen werden nicht wiederholt. Drei sind nicht in der obersten Reihe. Zwei sind nicht in der rechten Reihe. Eine der Zahlen ist der Schlüssel. What? Also ich verstehe rein, was da steht, das verstehe ich. So, erste Zahl ist größer als die zweite ist doppelt so groß wie die dritte ist kleiner als die vierte. So ist okay, die vierte ist halb so groß wie die erste. Das verstehe ich alles. Vier der Zahlen werden nicht wiederholt, das verstehe ich auch. Drei sind nicht in der obersten Reihe, verstehe ich nicht, aber also rein vom Text her verstehe ich das, weiß ich aber nicht, was damit gemeint ist. Zwei sind nicht in der rechten Reihe. Eine der Zahlen ist der Schlüssel. Fehlt mir irgendwas hierzu?
Anscheinend. Fehlt mir irgendwas dazu. Wir gehen jetzt nochmal runter und benutzen den Nagellackentferner an der Wand. Vielleicht hilft mir das bei dem Schlüssel. Ich weiß halt nicht, wo das war. Mal kriegen wir schon hin. Ich glaube, mir fehlt etwas. Vielleicht noch eine Notiz oder so. Anders kann ich mir das nicht erklären. Da hinten bei C4 war das. Gehe ich richtig? Nicht wirklich gehe ich richtig. So, hier gehe ich richtig. Wie wäre es, wenn die jetzt nachspawnen, die Krankenschwestern? Ich hoffe nicht. Ich bin auch überrascht, dass dieses Zeug riecht etwas seltsam. Okay. What? Wie, ich kann das Parfüm ausrüsten? Verstehe ich nicht. Ich bin mir sehr sicher, der Nagellackentferner. Okay, wartet mal, nee, warte mal, irgendwas mache ich. Ach so. Ich kann ihn nicht abziehen. Also doch so. Ich wollte doch sagen, das muss funktionieren. Ich habe den Nagellackentferner benutzt und habe einen Treppenhausschlüssel bekommen. Okay, das ist der Aufzug, funktioniert nicht bis dahin. Okay. Das probieren wir jetzt gleich mal aus. Heather, nicht gegen die Wand ran. Warum kriege ich einen Treppenhausschlüssel, wenn ich auch einfach zu 3 fahren kann? Weil ich gar nicht zu 3 fahren kann. Ja, also bei der 2, ich habe keine Ahnung, was dieses Rätsel mir sagen soll. Meiner Ansicht nach fehlt mir da noch irgendwas. Anders kann ich es mir einfach nicht erklären. Deswegen werden wir jetzt erstmal die Kamera richtig machen. Und dann falsch laufen und dann richtig laufen. So. Ich kann sowohl nach unten als auch nach oben. Jesus Christ, es geht. Na, warum auch nicht? Es ist ein Treppenhaus. Also in aller Regel kann man in Treppenhäusern oben und unten lang gehen. Ich kann tatsächlich hier, also, okay. Gut, ich verstehe schon. Ich weiß noch nicht, ob ich das machen möchte. Was habe ich jetzt gemacht? Oh, okay. Noch habe ich nichts gemacht. Gut. Alter, mach mich nicht fertig. Oh, was? Alter, was? Eine Maschinenpistole. Okay. Hat sich ja mal gelohnt. Gibt's nichts? Oh. Blutspuren, als wäre etwas gezogen worden, gehen bis zur Rückseite des Regals. Nein, es sieht eher so aus, als fangen sie dort an. Warum ist das Licht hier so eigenartig? Ja, dann mach doch mal das Regal weg. Ich da nicht reinzwingen, ich kann das Regal
Ach so, das heißt, wir kommen hier erstmal nicht weiter. Behaupte ich. Ja, der Examen Room ist noch da. Ja, ich weiß. Ist kaputt. Na gut, aber ich finde ja, es hat sich durchaus gelohnt, da hochzugehen. Also alles prima. Dann wollen wir jetzt mal in Etage 3 gehen. Ich habe eine Maschinenpistole, ey. Aber ich habe keine Munition dafür. Also theoretisch hat sich's gelohnt. Was war das? Was war das? Will ich aufs Dach? Das letzte Mal war das Dach nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Rooftop. Ich kann aufs Dach. Ich will nicht aufs Dach. Wir versuchen jetzt mal was. Nein, die sind voll aggro. Ich dachte eigentlich, das würde gehen. Aber hier ist auch gar nichts. Geh wieder rein, Heather, geh rein. Heather, geh doch rein. Ich dachte, die sehen mich nicht, wenn ich. Ich will nicht auf das Dach rauf, Leute. Ich hoffe, ich muss nie auf dieses Dach rauf. Läuft gut für mich, Leute. Läuft gut. Oh mein Gott, warum ist dieses Krankenhaus noch schlimmer als bei James? Also, das ist Special Treatment. Ich kann da rein? Oh nein. Abgeschlossen. Das befürworte ich. Oh Gott. Okay, wir gucken uns erst die anderen Türen an. Okay. Ein weiterer Brief. Ekelhaft, das würde ich nicht mit der Kneipe zeigen. Ja, ich will ja auch den Brief da haben. So, frei fließend, ein ebenholzfarbenes Haar, dem Nachthimmel gleich, Düfte verströmend, mein Herz trommelt fordernd in meiner Brust, wie ein Sturm spielst du mit ihm. Dein makelloser Blick ein Fest, wenn du lächelst. Meine Gedanken aufgewirbelt, mein Atem wie Opium, es macht mich verrückt. Eric, ein großartiger Dichter, der meine Gefühle so wunderbar in Worte fasst. Dieser Ort hätte mir nichts ausmachen sollen. Ich hätte nie durchdrehen sollen. Aber es ist ein immenser Genuss, in meiner Liebe zu dir zu ertrinken. Aber warum willst du den Beweis meiner Liebe nicht akzeptieren? Sei jetzt bloß nicht förmlich. Du und ich, wir existieren schließlich als Einheit. Was ich dir gebe, ist das Gleiche, das ich mir gebe. Stanley Coleman. Hey Stanley, was ist falsch mit dir? Jetzt will sie die Puppe auf einmal doch nehmen? Nee, doch nicht. Stanley, was falsch mit dir? Hm? Stanley? Wollen wir uns dieser Krankenschwester wirklich stellen? Ich bin mir nicht sicher, aber da könnte was drin sein. Tritt rein! Tritt rein! Immer reintreten! Immer rein damit! Och Mann, ich werde überhaupt nicht belohnt dafür, mich diesen Schabracken zu stellen, ey. Außer, dass ich Munition verbrauche. Gut, 33 Patronen. Den nächsten Bosskampf mache ich dann aber mit Pistole, ne? Wenn ich bei denen hier jetzt die ganze. Warte mal, was? War da noch was an der Wand? Da ist eine Strafe für Brutalität gegen Patienten. 12 Stunden Arrest im Spezialbehandlungszimmer. Entlassungsgrund sind nicht mehr wirksam. Bei Fragen an den Chef wenden. Jemand hat etwas per Hand über den Satz geschrieben. Der Trick ist, keine Spuren zu hinterlassen. Und noch was. Es sieht aus, als hätte eine andere Person geschrieben. Der Chef ist pervers. Für Christie wäre es besser gewesen, wenn man sie gefeuert hätte. Oh, okay. War das gerade Christie? Habe ich Christie gerade ins Gesicht geschossen? Nun, es tut mir nicht leid.
Ein Speicherpunkt, das ist super, aber erstmal will ich gucken, ob ich irgendwas für mich. Ich habe Batterien und noch mehr Tagebuch kann. Ich will irgendwie nicht. Heather, meine heiligste Liebe, ich beobachte dich immer, gleichgültig, wo du bist oder was du auch tust. Ich habe dich nie aus den Augen verloren. Ich weiß, du fühlst dich äußerst einsam, doch mit einem einzigen Schlüssel zu dieser Tür werden diese Gefühle kein Hindernis mehr sein. Wir haben uns so lange nicht sehen können. Hab Geduld, nur noch eine kurze Zeit. Doch ich werde geduldig sein, obwohl ich mich danach sehne, dich in meinen Händen zu halten. Der Schlüssel ist hinter dem Regal in der Tiefgarage. Warum dort? Frag diesen Idioten von Amdoktor. Hier gibt es keiner, der ganz richtig ist im Kopf. Nicht nur hier im Krankenhaus. Ich meine in ganz Silent Hill. Okay. Und wo ist... Wo ist das Parkhaus? I don't know. Wir waren im Keller, aber das war jetzt kein Parkhaus da unten. Oder Tiefgarage. Oder weiter der Keller. Bin mir nicht ganz sicher. Die da hinten habe ich noch nicht ausprobiert. Wo bin ich jetzt lang gerannt? Richtig lang gerannt. Gut, richtig. So, ist hier irgendwas... Jetzt geht es auf einmal. Okay, muss ich nicht verstehen. Ich habe hier noch ein paar Räume, die ich theoretisch testen möchte. Zum Beispiel das hier. War es das doch schon? Das war es doch schon. Okay, dann muss ich jetzt leider zu den Rooms da hinten. Hier, warte mal, wo bin ich? Ne, ich bin schon richtig hier. Sie ist abgeschlossen. Auch? Oh, Jesus Christ. Und hier gibt's keinen Zettel. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt, wenn ich ehrlich bin. Storeroom. Im Storeroom ist halt noch was. Ich muss dieses Rätsel halt lösen. Dieses Rätsel, das ich nicht wirklich lösen kann. Ich könnte nochmal in den Keller gehen und gucken, ob ich da doch noch was erreichen kann. Vielleicht, wenn sie weiß, was sie tun möchte, kann sie den Schlüssel finden. Das wäre eine Überlegung wert. Falschgang. Dreh doch mal bitte die Kamera, das verwirrt mich nur. Sonst weiß ich tatsächlich nicht, wie dieses Rätsel funktionieren soll. Aber ich habe das Gefühl, dass mir essentielle Informationen tatsächlich fehlen. Bis dahin kann ich aber wenigstens fahren, also alles gut. Immer, wenn ich mir allzu weit nach unten gehen. Wir sind faul, Leute. Also auch Heather ist faul. Sie ist schon viel hier gelaufen. Hier geht's ja. Hier geht's. Ist okay. Also gehen wir jetzt nochmal in den Keller. Aufs Dach gehe ich ganz bestimmt nicht drauf. Das macht mich fertig mit dem... Was? Ich schätze, sie ist in diesem Aufzug. Aufzug? Die Blutschrift führt in den Aufzug. Was? Einerseits will ich hineinsehen, aber ich finde es auch etwas gruselig. Dann... ich glaube, ich kann den Aufzug nicht von hier aus rufen. Okay,
Gut. Wo war denn jetzt die Tür, die offen war? Aber hier. Bin ein bisschen überfragt gerade, bin ich ehrlich. Ich will jetzt nicht. Ich kann mich nicht durch. Warum kannst du nicht einfach ein paar der Sachen hier wegräumen und in das Regal wegpacken? Damit, ey. Nee, Leute, da mache ich jetzt hier mal einen Cut rein. Ich habe tatsächlich gerade keine wirkliche Ahnung. Ich wünsche euch einen schönen Tag und haut rein.